Hallo ihr Lieben, hallo. Heute Abend, am Montagabend, zu unserem RP-Projekt mit dem Michel, moin, dem Kevin, moin, dem Elias und leider nicht mit dem Alois, der ist auf Lehrgang, und mit mir, dem Sepp. Viel Spaß. Sepp. Michel, heute ist Pressen angesagt. Jo, Ballen, alle Mann Ballen. Okay. Ja. Wir müssen noch mal gucken. Ja, ach, Gott. Da kommt er, ja, unser Nacharbeiter. Ja. Vorarbeiter. ja. Wir müssen dann nachher mal gucken, wie wir diesen Ballenaufbereiter an die Primus dran geschlüsselt kriegen, ne? Oh, ja, das hab ich auch noch nicht gemacht. Genau. Ich auch nicht, da müssen wir mal gucken. Das heißt, wenn es lange her. Ach Gott, jetzt kommt der auch schon wieder. Servus. Ja, moin. Was will brechen? Was will es? Moin. 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 Oh. Habt ihr eine Pappel-Pflanzmaschine? Ja, wir haben eine Baumpflanzmaschine, da kannst du alles mit pflanzen. Ja, oder sowas halt. Ja, haben wir. Dürft ihr mir sowas ausleihen? Ja. 50.000? Außer Hallen und Silos kannst du damit nicht pflanzen, sonst kannst du alles pflanzen. Genau. Okay, pflanze ich jetzt Geldscheine, kriegt auch was ab. Ja, das ist gut. Der steht da hinten, ne? Hinter einem Baum da. Warte, ich zeig's ihm. Hier, du bist Vorarbeiter, aber kein Vorhüpfarbeiter. Genau. Macht sich ganz blöd. Wieso fährt er eigentlich mit seiner Ape spazieren, statt direkt mit der Ape rumzufahren? Verstehe ich die Logik wieder nicht bei dem. Das ist ein Haustier. Ja, ich glaube auch. Hier, Vorarbeiter, du wolltest doch vorarbeiten. Wo ist er denn? Ja, ist er hör doch mal auf, wie immer rumzuhampeln. Bleib doch mal stehen. Bleib mal ruhig stehen, dass du hier mal halten kann mit dir. Ehrlich. Ja, meine Fresse, du abholen bei uns. Hampelst die hier einen ab, ey. Der Sport? Du kriegst Spezialauftrag. Jetzt kommt's. Ja. Baulet. Und zwar... machst du Feld 24, ist schon gegrubbert. Ja. Düngen. Nimmst du dir... Was macht der da hinten? Ich weiß es nicht. Sepp, was macht der da? Wenn ich das wüsste. Ich glaube, das weiß er selber nicht so genau. Ich glaube, der ist besoffen. Was macht der? Alles klar? Ja. Bin ich mir nicht so sicher. Oh, war los. Nix, der Nacharbeiter muss hier bleiben. Der Vorarbeiter hat gekündigt. Gut. Ja, okay. Ja, tschüss. Darf ich euren Gabelstapler benutzen? Ja. Jo. Ja, was denn du? Ja. Okay. So, komm. Du hast unseren Vorarbeiter nicht fragen, wenn wir hier sind, fragst du uns Chefs. So, okay. Sepp, du hast gesagt, unser Vorarbeiter hat gekündigt, dann mache ich jetzt mal bei Arbeitsamt eine neue Jobsuche, dass wir einen neuen suchen, ne? Ja, ich bin hier. So, nimm dir mal den Xerion, dann baust du den, jetzt lauft doch nicht weg. Sorry. Musst du eben wieder die Gewichtsplatten runterschmeißen, die in der Mitte drauf sind. Ja, dann machst macht man das? Auf die Hebebühne. Auf die Hebebühne, dann kannst du sie wegkonfigurieren. Ah, ja. Mit dem Deckenkran abheben. Genau. Und dann machst du das Güllefass dran, vorne den Schnorchelarm dran und dann fährst du auf die 24 Gülle drauf. Okay, kein Problem, gut. Gut, Gülle fahren kann er, hat er ja schon gemacht. So, ja, das ist meine Lieblingsarbeit. Und wir kümmern uns ums Pressen. Jawohl, was willst du machen? Mir ist mir immer wurscht. Ja, dann gehe ich pressen. Mehr? Ne? Was für ein Aufbau muss ich rauf machen? Gar keinen, einfach nur die Platten runternehmen. Platten runter, dass es fast dranhängen kann zusammen. So. Genau, die Platten runter, dass du den hier den auf. Das. Hier. Wohin haben wir noch drüber gesprochen, ne? Ich weiß. Hier am Werkzeugkasten. Geht's? Ja. Gut. Ansonsten wärst du zu weit vorgefahren. So. Nimm ich dann jetzt dran. Ballenwaren.
Ich meine erstmal Heu, ne? Ja, ja, wir machen erst eben die Heuballen und dann gucken wir mal, wie wir die hier unten mit dem Ballenauflöser. Müssen wir ja mal ausprobieren. Bis jetzt haben wir ja immer direkt gepresst mit der Primus. Aber wir müssen ja mal den Ballenauflöser ausprobieren, ne? Das war die falsche Entscheidung, du kleiner Schatzfreund. Ah ja. Okay, was war das? Ah ja, okay. Was ist zugeschlagen? In der Konfiguration. Ah, alles gut. Okay, mein Funkgerät ist ausgeschaltet. Achso, hier, ich wollte doch unseren Zuschauer nochmal eben unsere neuen Glasfahrzeuge zeigen. Und zwar Krone. Und zwar einmal hier ein Krone-Ladewagen mit Werbung. Richtig, das kann man nochmal haben. Und wir haben einen neuen Häcksler gekriegt mit Kettenlaufwerk und auch Werbung. Ja. Wie viel Werbung macht denn? Schön aus. Ja, sehr gut. Werbung ist alles. Ja. Ah, und einen neuen Radlader haben wir. Der steht da hinten. Den zeigen wir euch dann nachher. Ja, genau. Wenn wir ihn brauchen. Musst du den richtigen Sammelwagen jetzt mitnehmen, ne? Ja, Quader. Den roten, genau. Den roten. Da ist einer mit rot dran und mit schwarz und einer mit rot und silber. Ich ja. Nehme den roten. Ja, der rote. Silber. Einer ist rot und der andere ist schwarz. Ja. Okay. Jetzt vom Rahmen her mal ausgegangen. Ja. Alles gut. Ich hab's schon verstanden. Was macht er hier schon wieder? Am besten. Ah, ich fahr ganz schnell weiter. Brauereipferde, die haben doch seitlich so Klappen an der Augen, ne? Das sollten wir uns besorgen. Ja, ich hab nix gesehen. Ich hau ganz schnell ab. Besser ist das. Ich auch. Ja, ja. Vorsicht, Sepp. Ja, ja. Ich muss dahin, wo du stehst. Okay. Weil hier noch so ein kleiner Haufen liegt. So. Muss der sich hier quälen, ey. Oh ja, merk. Ja, das sind halt auch schon ganz schöne Berge, die wir hier haben, ne? Ja, klar. Bleibt nicht aus. Und das Material wiegt allerdings. Nur mal so. Ja, zum Glück pressen wir nur Heu. Das Heu ist jetzt noch nicht so schwer, das geht noch. Oh. Vorarbeiter. Was ist los? Ja? Wenn du fertig bist mit Gülle fahren, ne? Ja, mach ich die Schafe. Ganz genau. So sehr gut gesehen. Wieso bin ich Vorarbeiter?
Sepp, wir haben einen sehr guten Vorarbeiter. Ja, ich hab schon mitgekriegt. Super. Hätte ich nicht gedacht. Ich auch nicht. Ja, hier oben habe ich die Wiese ein Stück weggegrubbert. Da müssen wir neu ansäen dann nochmal wieder die Wiese, ne? Ja, da waren es ein paar blöden Stellen. Ja. Gute Idee. Oh Sepp, so bleibt gleich mal eben stehen. So kann ich ein gutes Foto machen. Hat aus. So, sehr gut. Weitermachen. Oder wolltest du auch noch eins machen? Ja, alles gut, schon erledigt. Okay. Michel, schönste Alpenwiesen. Hui. Ja. Und vor allen Dingen ganz ohne Kunstdünger. Nur mit besten Gärresten aus Eigenproduktion gedüngt. Ja. Ach so, hier, Gärreste. Elias. Ja. Wenn du da unten fertig bist, bringst du ein Fass Gärreste mit zum Hof voll, ne? Müssen wir hier oben, wo wir die Wiese neu ansäen, muss auch noch Gülle drauf. Ja. Hallo Lucy. Mir geht's gut. Und dir? Jetzt schmeißt er den einen Ballen gleich natürlich hier raus. Muss ich da hin? Ja, ist nicht schlimm. Ja, ich nehme mich von oben an. Ja, ich fahre jetzt eben nach hinten runter, weil da ist noch was. Da wollte ich jetzt aber nicht hinfahren. Weil dann wäre der Ball nämlich da hinten in dem letzten Eck liegen geblieben. Da unten drin. Okay. Ja, das wäre auch nicht schlimm gewesen. Hätte ich schon noch rausgekriegt. Aber so ist ja einfacher. Müssen uns ja nicht mehr. Warte. Passt. Gut. Wir müssen uns ja nicht mehr Arbeit machen als nötig, ne? Ja. So richtig. Ja, bitte. Ich hab grad bei meiner App geschaut, mit Dünger und so, wo das angezeigt wird. Bei euch oben, da braucht's nichts mehr. Auf dem neuen Stück nicht? Ja, das ist schon genug. Achso, okay.
Dann brauchst du auch nichts mitbringen. Vorsicht, Sepp, hier liegt noch was. Hier muss ich noch eben drüber fahren einmal. Ja. So. Ja, fahr die neue Presse kaputt. Ja. Erst ein Schrammer dran. Erst einen Tag im Einsatz und schon kaputt gefahren. Bei den Zeugen müssen wir sehen, dass das gebraucht wird. Ey, Vorarbeiter. Wieso fährst du eine Macke an die Presse? Ja. Reicht gar nicht. Ja, natürlich warst du das. Wer denn sonst? Ja, ihr? Also, ich hab das genau gesehen, dass wir das nicht waren. Ich hab's hier genau gesehen. Paragraph 1. Hast du sogar Videobeweis? Paragraph 2, sollte er einmal nicht recht haben, wird automatisch Paragraph 1 in Kraft. Genau. Ja, ganz genau so. Nee, ja. Alles gut, Minion. Ah, da musst du den Wagen ja jetzt gleich voll haben, wa? Ja, ich glaube 2 Ballen noch. Oder 4. Weiß ich gleich. 13 Ballen habe ich jetzt gepresst. Teil geht nicht. Güllefass fällt aus. Was? Das Güllefass fällt aus? Warum? Ist kaputt. Halt, ein Stück zurück. Da liegt noch was. Repariere es kurz, okay? Ja. Kriegst du das hin alleine, ohne den kaputt zu reparieren? Ich bin ein guter Mechaniker. Okay. Hab ich von meinem Vater gelernt. Er ist Mechaniker. Okay. Wo, bei Steyr? Bei Steyr, dann lass lieber die Finger weg. Nee. Steyr ist gut. Finde ich. Bin ich schon mal ein Steyr gefahren? Ich hab schon Steyr gefahren, ja. CVT. Die waren alle gut. Ja, genauso wie die IAC, wie die Case. Ja. Ähnlich. Ah, trotzdem besser. Weißt du, die habe ich hergestellt. Im Traum. Vielleicht. Hast du davon geträumt, dass du die herstellst, oder was? Jetzt habe ich meisten. Könnte sein. Wenn ich fertig bin, aha, noch ein bisschen drin ist, lass ich's drin, oder wie? Ja, ja, wenn noch was drin ist im Güllefass, brauchst du nicht. Das nachher sowieso wieder. Brauchst nicht extra voll, also nicht extra leer machen, aber. Naja. Wenn ich sie am Hof erstmal hin, ne? Ja, ja, genau. Die fahren sich ja sowieso nachher dadurch. Genau. Aber stell sie oder soll ich sie in den Slara so lange rennen machen? Sepp? Ja, kannst du machen, wie du willst, ist eigentlich auch egal. Sepp? Warte hin. Wir machen doch Pellets raus. Ja. Stell sie bei der Pellets-Halle hin. Weil dann können wir die Pellets-Presse beim Bunker hinstellen dort. Wenn wir sie in die Pelletverpackungsmaschine möchten, dann können wir gleich rein. Ja, nee, verpacken brauchen die nicht, die Pellets. Die können lose bleiben. Die kommen ja doch bei uns ins Kraftwerk. Ja, oder wir verkaufen sie an Händler. Nee, die müssen ja ins Kraftwerk bei uns. Ja. Deswegen brauchen die nicht. Auch an Händler. Dann hätten wir unser Kraftwerk umsonst. Genau. Ja. Ja? Was hältst du davon, wenn du deinen Arm mal einfährst, dann wärst du auch nicht ganz so breit. Ja, das ist nicht schlimm, der hat keine Kolli. Was ist denn keine Kolli? Was
Was ist denn keine Kolli? Das hört sich genauso komisch an wie drück mal X-Muskel. Ja. Er klappt sich automatisch hoch, wenn irgendwas im Weg ist. Achso, ist wie von der Straßenmeisterei die Mähdinger, die automatisch ja, genau, zur Seite drehen, wenn ein Leitpfosten kommt. Ah, ganz gute moderne. Das geht bei denen wohl automatisch. Ganz gute moderne Technik. Ja. Liegt ja auch noch Heu. War nicht schlecht. Sepp, die gehen auch automatisch. Ja, ja. Sensor. Hinter der Halle liegt noch was. Da müssen wir auch noch pressen. Ich weiß gar nicht, wo der Heuabladezwecker ist. Ich glaube. Nimmt die überhaupt Ball, die Dinger da hinten? Ja, eigentlich schon. Ja? Ach, stell sie hier hin erstmal. Bei ja. Den Schafe, da kann man es nicht machen. An dem Wiesenstück. Ja, ich denke mal, die Primus werden wir hinten auf unserer neuen Schotterfläche hinten aufbauen. Da ist mehr Platz. Um mit dem Radlader zu rangieren, um die Ballen da drauf also zu legen. Also hinten, wo wir Holz gemacht haben. Bei dem Pelletteil. Nee, hinten auf unsere neue Schotterfläche, wo die Anhänger stehen. Gut, ich hätte beinahe hier hingeknallt. Wir brauchen ja genug Platz, um mit dem Radlader zu fahren, um die Ballen aufzulegen. Ja. Wie auch immer das funktionieren soll. Wir lassen uns mal überraschen. Ja. Moin. Na, was willst du dann hier? Will, dass ihr was am verdient. Ich hab eine Bestellung. Ja. Hast du was zum Schreiben in der Kippe? Ja. Einmal die Kuhn Ballenpresse, die LSB 1290D. Ja. Dann unter Güllefass das Agrar mit dem Wellverteiler. Ja. Und dann für den Lindner Unitrakt den Miststreuer. Den Mistral 3400 SR. Okay. Die drei Sachen. Alles klar. Jo, das war's. Gut, bis dann. Tschö. Die müssen den guten Draht zu ihrem Bankberater haben, glaube ich. Ja. Doch der Alte weiß was davon. Ich würde dreschen gehen. Geh mal säen. Säen? Ja, hier oben die Wiese fertig säen. Das neue Stück Wiese ansehen. Ja. Wir den Anhänger zurückstellen. Ein Lassenspiele brauchen wir dann. Sowieso. Mimi. Kevin, was pflanzt du da jetzt? Pappeln? Ich glaube, Pappeln. Okay. Du glaubst, du musst doch wissen, was du hinten drin hast. Das sieht so aus. Ja, gut, dann sonst wo Pappeln sein. Wo hast denn du die gekauft? Was? Pappeln. Die habe ich gepflückt und habe dann die Kerne daraus geholt und habe die wieder eingepflanzt. Ach, Pappel, Pappel. Wo ist denn die Sämaschine? Hinten in der Maschinenhalle, in der hinteren. In der vorderen stehen Anhänger und in der hinteren stehen Maschinen. Ich hab das mal so ein bisschen sortiert. Soll da oben Gras hin? Ja, Gras ansäen wieder, damit's weiter wachsen kann. Wenn du es kaputt gemacht hast, oder wie? Wir haben ja weggegrubbert. Weil das ja nicht mehr so ertragsreich war von den ganzen Vögeln und so, die da alle drin rumgewerkt haben. Ja. Das ist ja alles kaputt gemacht. Dann ist es schon besser, dass man es neu ansieht.
So, aber ihr Lieben, das war's dann schon wieder. Jo, Tatsache. Jetzt am Montagabend. Jo, wir sehen uns dann morgen Dienstagabend wieder. Genau. Bleibt alle gesund und munter. Bis morgen. Ciao. Tschüss. Tschüss.